Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Willkommen zu Frequent Reality. TV. Wie heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch hier. Aus dem Hause Villa Premium äh, Deluxe Lounge. Heute haben wir als themen für euch vorbereitet ein Status Match mit Virgin. Ja, wer bei Skyteam noch keinen Status hat, kann ihn bei Virgin bekommen. Aber es gibt so eine kleine Downside. Ähm, gehen wir drauf ein. Wir haben dann Thai Airways, die starten mit einer neuen Flotte durch. 380er sind bye bye, aber es kommen wohl Dreamliner. Man hat welche bestellt. Condor. Akzeptiert kein American Express. Da werden wir darüber sprechen, ob das für euch ein Drama ist oder ob ihr sagt, naja, nun gut ist, was es ist. Dann ähm, OneWorld hatte oft und lang darüber gesprochen, man möchte eine Art allianzweite Upgrade-Voucher äh, einführen. Heißt also problemlos bei Finnair sammeln und dann bei British Airways einsetzen. Das Upgrade-Voucher, egal welches Ticket, bin mal gespannt, was da wird. Gucken wir uns mal das Interview an. Und dann Hilton will Graduate Hotels kaufen. Eine kleine, feine ähm, Hotelkette, nachdem man SLH akquiriert hat, was aber irgendwie nur so eine Verkaufsgeschichte ist. Aber bei Graduate soll es wirklich eine neue Marke werden, die man einverleibt. Also nicht so schlecht. Und ähm, ich hatte ein Gespräch heute wieder. Zum Thema, mit meinen mehr Punkte, mehr Status, Status vorurteilen. Und dann hatte ich davon erzählt, dass ich bei Etihad, aber auch bei Emirates, bei Singapore Airlines hatte ich das auch. Bei Thai hatte ich das. Ähm, eine Spa-Anwendung, ja. Und zwar, wenn man ein First-Class-Ticket hat oder einen Status hat und in die Lounge kommt, konnte man äh, Nackenmassagen, Rückenmassagen und äh, Kopfmassagen, glaube ich, bekommen. Äh, gucken wir uns ganz genau an, wie das so ist äh, als Thema, ob es das noch gibt oder ob es einfach wegen Covid ausgefallen ist und vergessen. Und wir haben ähm, dann euer Thema und zwar eure Frage des Tages, die ich euch stellen werde, die ihr dann beantworten könnt. Da sind wir schon bei euren Aufgaben, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, zu kommentieren und auch zum Stammtisch zu kommen. Ich sage es einfach nur, am 19. Äh, ist Frankfurt, dann haben wir am 20. Aachen, am 21. haben wir Göln. Sieht lustig aus, wer alles kommt. So, dann haben wir das alles abgeschaltet. Ich Was gesagt abgearbeitet und das erste Thema kann starten, und zwar ist das äh, Thai Airways. Thai Airways hat ja quasi die Pleite hinter sich gebracht. Man äh, war so gut wie tot, zumindest äh, war das irgendwie so. Die Firma, ich weiß gar nicht, ob das passiert ist, dass man die Firma einfach nur umbenannt hat, aber alles nach außen gleich ist, äh, um die Schulden loszuwerden. Äh, könnt ihr ja kommentieren, ob ihr da das Ganze noch auf Kette habt oder nicht. Ich persönlich habe da den Überblick verloren, aber man hat jetzt 45 neue Boeing Dreamliner bestellt. Und zwar ist es so, dass man ähm, da dann 35 Optionen äh, noch mal zusätzlich gemacht hat. Und äh, man hat den 350er damit adieu gesagt bei Thai Airways. Also das heißt, da ist Airbus nicht zum Zug gekommen. Und das ist natürlich etwas, was schade ist, denn man muss halt einfach mal gucken, äh, man hat beide in der Flotte, also das heißt, die 787, aber auch die 350er sind halt jetzt keine Flugzeuge, die neu wären für die Thai, aber man hat sich für die 787 ausgesprochen. Ähm, heißt also, den ersten Dreamliner hat man ja sogar schon über zehn Jahre, ähm, fast, weil er 2014 in der Flotte eingeflottet worden ist. Ähm, Gut, man muss jetzt natürlich sagen, dass das Interior bei der ähm, 787 jetzt nicht wirklich irgendwie faszinierend ist, weil man ja ehrlich sein muss und da eine Business Class hat, ähm, die äh, 222 ist. Und das ist natürlich nicht so unbedingt so prickelnd, weil wir wissen, dass der Fensterplatz dann keinen Gangzugang hat. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, äh, wie das jetzt ist, ob man da jetzt. Ähm, dort dann wirklich ein ja ein neues Produkt einführt oder nicht mal gucken, was da passiert. Man hat auch äh, interessanterweise Rolls-Royce Triebwerke, also da ist man etwas anders und äh, man sieht halt auch, wie Boeing wirklich verzweifelt ist, um äh, da Geschäft zu machen, denn man anscheinend bereit ist, den Preis so zu machen, dass man sagt, ja, okay, aber ähm, hoffentlich nimmst du das Flugzeug bitte, bitte, bitte. Und das ist natürlich für die Fluggesellschaften wie bei Lufthansa mit der 737 Max oder aber auch jetzt hier bei der 787 wohl der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass man beim Preis sich über den niedrigen Preis gewundert hat oder gefreut hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, ähm, dass dieser Discount dort wirklich... Äh, dann die 350er und die Tausender aus dem Rennen geschlagen hat. Schade eigentlich, aber auch okay, weil äh, mal gewinnste, weil verlierste. Also die 45.9 Flugzeuge, die ähm, die 787 sind, ähm, sind okay. Ja, okay. die 350er wäre schöner gewesen wegen dem Rumpf und so weiter, aber das könnt ihr ja entscheiden. Und äh, ich bin mal gespannt, ähm, was da noch so passiert, weil die Flugzeuge, die sie ja haben, die 380er sind weg, dann haben sie ja 340er, 747. Ähm, die dann wirklich dort das Backbone, also die äh, Wirbelsäule, ist es Wirbelsäule, Rückgrat, Rückgrat äh, der Flotte sind, müssen ersetzt werden. Und ähm, 12,350 900er hat man und 8,787 Dreamliner. Und man hat 23 verschiedenste Triple 7 Modelle. Interessant, dass man sich für die X nicht entschieden hat, wahrscheinlich weil da die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt nicht so schnell kommt, wohl relativ groß ist. Ich bin mal entspannt, was da passiert und wir haben ja nachher das Thema mit den Lounges. Gibt es bei Thai Airways in Bangkok noch Massagen oder nichts? Schauen wir uns auch lustigerweise gleich an. Das Thema, was viele von euch da in irgendeiner Art und Weise äh, betrifft sind Kreditkarten und ich will jetzt nicht wieder mit amerikanischen Kreditkarten anfangen, um euch nicht zu langweilen. Ähm, aber da hat mich heute auch jemand darauf aufmerksam gemacht, dass die Kollegen von Frankfurt Freier geschrieben haben, Amex wird nicht mehr angenommen bei Condor. Ja, okay, ähm, die Frage ist natürlich, wie viel fliegt man mit Condor, dass das mit Amex ein Problem ist. Abgesehen davon hat man ja auch andere Kreditkarten aus den USA Visa Mastercard. You name it, es gibt ja sogar äh, dort die ähm, Discover Card. Also insofern wäre das auch eine gute Sache, wenn Discover Card bei Discover Airlines funktionieren würde. Ich weiß es nicht. Müssen wir auch mal Carsten S. fragen. Aber es ist halt so, dass die American Express ähm, dort nicht akzeptiert werden soll, angeblich. Und äh, also es kommt ähm, das Verbot, Frei Frankfurt Leier schreibt man American Express Verbot. Ein Grund wird wohl sein, dass American Express relativ teuer ist von den Gebühren im Vergleich zu den anderen. Das kann ich verstehen. Das ist halt ein Premium-Produkt und äh, irgendwie müssen wir ja auch unsere Leistung bezahlt bekommen. Und ähm, die Kollegen von äh, Frankfurt Flyer haben das aus der American Express platin Gruppe auf Facebook gehabt, gesehen, dass Condor akzeptiert keine Amex. Ich wollte gerade die Condor Homepage einen Flug buchen, die Bezahlung mit Amex wurde abgelehnt. Darauf fiel mir auf, dass Condor Amex nicht mehr als Bezahlmöglichkeit aufführt. Beim Anruf bei Condor wurden bestätigt, dass Condor keinen Vertrag mehr mit Amex hat und somit eine Bezahlung nicht möglich ist. Das ist seit Mitte Januar so, also schon etwas länger. Und ähm, gut, das ist mit den Versicherungen natürlich relativ doof und ähm, kann natürlich ein Problem sein, aber auf der anderen Seite es gibt auch Visakarten mit der Versicherung, nicht dass ihr das äh, missachtet. Chase, ich sage nur Chase, Infinite Card und so weiter. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es so, dass man. Ähm dich dazu entschieden hat. Ihr könnt unten schreiben, ob das für euch ein Problem ist, ob ihr eh keine American Express Freunde seid oder ob ihr American Express mögt. Ich mag American Express, weil sie immer zu mir lieb waren seit vielen Jahrzehnten. Auch äh, die Centurion Karte äh, habe, also da wirklich keinen Stress mit denen hatte. Im Gegenteil, die haben mich immer bevorzugt behandelt und äh, auch gut behandelt. Äh, ich könnte jetzt natürlich erzählen, ja, es ist nicht mehr wie früher und so weiter. Ja, okay, aber ist halt wie es ist. Also ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Wir haben dann ein Thema One World Lounges und zwar das ist die One World Lounge in Seoul, die gerade aufgemacht hat. Und da hat der Executive Trailer in Australien ein Interview gemacht mit dem Kollegen ähm, von One World und das ist der Kollege äh, Gerhard Görkinger, derjenige, der da schreibt bei Executive Traveler sagt, dass er sein Lieblings-CEO äh, vom Namen her und äh, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, aber auf jeden Fall ist es so, dass ähm, es soll halt auf jeden Fall jetzt so kommen, dass man halt wirklich Sachen machen kann. Hier schreiben sie natürlich, weil es australisch ist: Quantas-Punkte können Casa Pacific äh, Prämien freischalten äh, oder aber dass man dann ähm, andere Sachen macht, zum Beispiel. Ähm, dass man halt von Finn rüber pumpt oder äh, American Airlines Advantage, Castle Pacific Asian Lines, ähm, die haben da natürlich dann äh, viele Kunden, die dann vielleicht auch andere Fluggesellschaften die Meilen einsetzen, die Punkte einsetzen. Vielleicht ist das auch der Hintergrund, warum man bei Finn äh, zu Avios wechselt, weil man es einfach weniger komplex haben wollte und möchte. Ein Kostenfaktor, man hat ja auch festgestellt bei Finn dass wenn man die Flüge jetzt äh, mit dem neuen System macht, sogar 60 Prozent. Ähm, reduziert kriegt aber es gibt keinen plan da eine eigene one world währung einzuführen was ich persönlich auf der einen Seite schade finde, aber auf der anderen Seite ist es natürlich wesentlich einfacher, was die Fluggesellschaften aber dann immer wieder vergessen, ist natürlich, dass sie austauschbar wären, weil am Ende des Tages ist es ja dann so, ob man jetzt bei Finnair sammelt, bei British Airways sammelt oder bei Qatar sammelt, ist ja eher wurscht mit den Avios, aber es ist ein Unterschied, ob man American Airlines sammelt äh, oder bei Casa Pacific, weil die halt andere Währungen haben. Oder wenn wir jetzt gucken mit Oman Air, was da passiert, vielleicht kriegen die auch Avios. Das wäre ja auch eine Geschichte. Dann hätte man da noch ein Avias-Konto. Und äh, da bin ich mal gespannt, was damit äh, passiert. Aber interessanterweise wäre es halt wirklich so, dass äh, das Ganze natürlich damit vereinfacht wird, das System. Und ähm, da wäre eine einheitliche Währung schon interessant. Wäre das in euren Augen auch eine interessante Geschichte, um vielleicht zu One World zu wechseln, wenn man in Deutschland eine One World-Fluggesellschaft hätte? Vielleicht wäre für Condor ja One World eine gute Allianz. Ich weiß es nicht. Ähm, dass man da dann eventuell einen ähm, wesentlich ähm, kundenfreundlichen Umgang hat, und ein Satz, der auch interessant ist, und da sind wir auch gespannt, was passiert. Das ist von dem Kollegen äh, Gerhard Görkinger, der sagt: um, I think there's going to be a lot more exciting stuff happening in the Alliance over the course of the year. Also, das heißt, da würden noch einige Sachen kommen bei der One World. Und ich empfinde die OneWorld mittlerweile auch etwas als innovativer als die Star Alliance. Das letzte, was von der Star Alliance so halb lieblos gekommen ist, ist halt dieses äh, Biometric Boarding, äh, was sich aber auch jetzt nicht wirklich durchgesetzt hat in München. Äh, als ich durch das Biometric gehen wollte, sagt der Kollege direkt: Nee, nee, geh durch die normale, da wirst du besser erkannt. <laughs> so, okay. Ähm, also insofern hier von euch irgendwelche Meinungen. Was ihr davon haltet oder was ihr davon denkt, ob das jetzt eine coole Sache ist, ob das vielleicht auch bei der Mights More im Rahmen der Starlines auch so sein sollte, dass man bei United und so weiter das wesentlich einfacher einsetzen kann und nicht immer permanent darauf achten muss, welches Ticket man hat und so weiter und so fort. Eine interessante Kette, die ich ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm hatte, das ist Graduate Hotels. Und Graduate Hotels ähm, ist so, dass sie gerade wohl akquiriert werden von Hilton. Also Hilton, die aufkaufen möchte. Und das, das ist jetzt das Geile, ne? ähm, die, die Marke wird wie folgt beschrieben. Ähm, das ist eine Marke, ähm, <laughs> das ist so geil, ähm, die für in College-Städten unterwegs ist und dann auch an sehr, sehr exponierten Stellen und relativ einzigartig sind von ihrem Design her, also dann auch immer das ganze reflektieren. Und äh, Hilton sagt natürlich nein, 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 wir werden nicht kommentieren irgendwelche äh, Gerüchte oder irgendwelche äh, anderen Sachen. Das ist so, ähm, äh, das ist auch von dann äh, Graduate sagt, dass man da auch ähm, nichts schert, irgendwie irgend nichts mitteilt. Beide halten sich da quasi bedeckt, was man natürlich macht. Äh, aber du weißt ja wie immer im richtigen Leben, ein Dementi ist kein Dementi, wenn man es nicht dementiert. Also, ähm, also wenn die sagen würden, nee, machen wir nicht, dann würde man sagen, ja, okay, aber wenn die sagen, nee, wir kommentieren das nicht, dann wisst ihr, hm, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Und zwar sind dann einige von den äh, Hotels, die da kommen, das Graduate Palo Alto, welches neben der Stanford University ist, dann Graduate Princeton, das ist äh, in Jersey, das diesen Frühjahr aufmacht, dann gibt es noch in der Pipeline äh, Austin, Auburn, also Austin, Texas, Auburn, Alabama und auch Dallas, Texas, wo diese Hotels kommen sollen. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ähm, wer von euch mal in so einem Graduate Hotel übernachtet hat, der sollte das mal. Ähm, berichten wie es war ich, das was ich gelesen habe die leute sind alle happy ähm, und finden das interessant wobei graduate ja auch dann vom namen her zu diesen ganzen städten dann durchaus universitätsstädten passen würde. jetzt haben wir ein thema was ähm, für euch immer wieder interessant ist und zwar das war heute in dem call das ist spaß und Airports, das heißt also, dass man ein bisschen Zeit hat zu relaxen, Zeit hat nicht so wie die Barbour-Geschichte bei Lufthansa, die ja mittlerweile auch Geschichte ist, wo man kostenlos eine Nackenmassage kriegt, eine Kopfmassage, eine Rückenmassage kriegt. Und äh, da waren früher das so, dass die ähm, bei Thai Airways in der First Class Lounge in Bangkok eine einstündige Massage kostenlos gegeben haben. Für Thailand natürlich ein absolutes Muss. Dann Japan Airlines in Narita, äh, Mini-Massages. Gut, das waren kurze Massagen, aber immerhin besser als nichts. Ne? Also, das fand ich auch schon gut. Äh, Virgin Atlantic Clubhouse New York haben auch diese Massagen gehabt und sogar Herrschnein. Stimmt, die haben sogar Haare geschnitten bei Etihad, habe ich ganz vergessen. Ähm, dann haben sie bei Etihad Abu Dhabi ähm, Massagen und äh, Rasur, war es genau. Das ist das, was für Etihad war, äh, weil ich das Platinum dort auch oft das genutzt habe, die Massage. Aber Haare schneiden und Rasur habe ich nie gemacht, ehrlicherweise. Dann British Airways Lodge in Heathrow, in New York hatten Massagen mit äh, Elemis zusammen. Das war natürlich auch cool. Aber wer bietet sie an? Und zwar in äh, Melbourne und in äh, Sydney. Qantas natürlich. Die bieten Massagen an, 20 Minuten. Da ist es so, dass man äh, die Massagen machen kann: ähm, Gesichts, Nacken oder Schultermassage. Aber es gibt auch eine Fußmassage und auch eine Hotstone-Massage. Hotstone, Hotstone habe ich nie gemacht. Könnt ihr ja unten mal kommentieren, was ihr davon haltet. Äh, Chase Sapphire Lounge in LaGuardia. Da kann ich ja auch mit meiner Chase Sapphire Kreditkarte rein. Ja, ja, hallo. Ähm, da gibt es dann auch 30 Minuten Facials from Face House. Da stimmt der Name. Und das interessante ist natürlich bei diesen Massagen. Er fragt euch immer First, in, First Come, First Surf. Das heißt also, ihr möchtet euch eintragen, wenn ihr sowas also essen wollt, dann zur Massage. Macht das immer so, geht zur Massage, macht den Termin fest, geht dann essen, damit ihr nicht enttäuscht seid, wenn schon alles weg ist. Air France in der First Business Class Lounge in Charles de Gaulle in JFK hat da auch Massagen, 20 Minuten Gesichtstreatments und dann gibt es dort ein Detox Jet Lag Relief. Das ist für die Business-Class-Kunden und für die Platin Gold Mitglieder. Wer La Premier, also First Class liegt, hat ein 30-minütiges Treatment. Und äh, die Optionen sind natürlich da wesentlich mehr, ist zusammen mit Sisley. Äh, Kessel Pacific hatte das ja auch in the, first, uh, in the Peer First Class Lounge in Hong Kong. Da gibt es eine 15-Minuten-Massage, das habe ich auch mal gemacht, ist schon lange her auch. Acht Jahre oder sowas. Die gibt es auch. Und ähm, das ist natürlich interessant. Da gibt es diese Signature Wellness Foot Massage, Head Massage oder Shoulder Massage oder ein Eye Revitalizer. Revitalizer Revitalizer klingt besser. Oman hat die Muscat auch. Äh, in Dubai in der First Class Lounge gibt es die auch. Habe ich auch schon oft gehabt, Mag, äh, Rückmassage, Beinmassage oder aber auch Fußmassage und eine Handmassage, Body Stretch. Also da gibt es einiges, aber alles nur 15 Minuten. Amex Centurion Laus, Dallas 12 Miami und in Miami. Habe ich bei, in, in Miami habe ich es nicht gemacht, ähm, beziehungsweise in Dallas for Worse. Miami ist das Ziel, was ich jetzt habe. Ähm, mit Excel zusammen. Also insofern, es gibt noch einige Lounges, die diese äh, Treatments haben, aber ihr seht, es sind statusabhängig, buchungsgelassen abhängig oder von der richtigen Kreditkarte. Das nur noch mal als Hinweis. Und äh, gut, dass wir uns noch mal drüber unterhalten hatten in dem Call heute. Danke für das Thema. Da muss man doch ehrlich sein und sagen: Danke, danke, danke. Jetzt gibt es eine Promotion und zwar einen Status Match mit Virgin Atlantic. Ich weiß, es ist nicht der geilste, aber wer noch keinen hat oder wer bei ähm, Alitalia, Ita, wie sie ja noch immer heißen, ich wollte gerade schon sagen, verkackt hat. Also es nicht geschafft hat. Ähm, der sollte sich das hier anschauen. Ich habe das für euch mal hochgezogen. Da ist jetzt das äh, Bild. Da seht ihr das. Äh, am geilsten finde ich halt wirklich äh, Match My Status. Aber dann, if you're not feeling the love from your current airline loyalty, also wenn du dich die Liebe fühlst von deinem äh, gegenwärtigen Kundenbindungsprogramm, <laughs> das finde ich so geil formuliert, ähm, finde ich wirklich lustig, ähm, was da halt wirklich gesagt wird oder wie es formuliert ist. Aber ihr wisst, ihr müsst hier einige Sachen machen. Heißt also, je nachdem welchen Status ihr habt und da gibt es jetzt zum Beispiel bei Lufthansa Miles and More kann man nur mit Hon Circle Top Tier bekommen, also Goldkarte oder dann die Silberkarte mit Senator. Bei Emirates reicht schon die Silberkarte für Silber, aber Gold und Platin bringen dann die Goldkarte. Bei British Airways Gold gibt Gold, Silber, Silber. Ihr seht das selber, was es hier ist. Selbst Pakistan Airlines, Scandinavian Airlines Gold und Diamond, Singapore Silver Gold, äh, Silver Gold und Platinum, United Mileage Premium Platinum und so weiter. Aber wichtig ist, dass ihr beim Small Print aufpasst. Und zwar ihr müsst ein Future Revenue or Redemption Flight booked haben mit denen. Also das heißt, das muss gebucht sein. Und natürlich ihr müsst den Status äh, nachweisen können. Und was auch wichtig ist, ihr braucht dann die normalen Mitgliedspunkte, um den Status zu erneuern. Ist zwölf Monate zu, äh, gültig und der Flug, beziehungsweise der Status wird erst abgegradet äh, ein äh, paar Tage vor Abflug. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wichtig den Flug storniert, wird auch die Karte storniert und wird wieder rot. Also wird damit das Standardthema. Ja, ich hoffe, dass ich euch heute wieder mit der frisch gepressten Ausgabe viele News gebracht habe, dass ihr Themen gefunden habt, die euch interessiert haben. Welche Themen euch interessieren, könnt ihr auch gerne schreiben oder hier hier hier, hier da kommentieren und äh, gehe ich gerne drauf ein und ganz wichtig an dieser Stelle wie immer Kanal abonnieren, Glocke, like, Kanalmitgliedschaft, Stammtisch. Ihr wisst das Spiel, ihr kennt das Spiel. Und was wollten wir noch erzählen? Ich freue mich auf morgen. Montag wieder. Bis zur nächsten Sendung bei Frequent Traveler TV und kommentiert, liked und so weiter. Also, Like Befehl, abspannen und bis dann, ciao. Thank you.